Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ist wieder eine kleine Ecke hier. Und ich habe Steine gebraucht, glaube ich, ne? Steine. Dementsprechend gehe ich mal schnell welche holen. Ja, ich war irgendwie erkältet und habe es dann doch ein paar Tage unterschätzt. Und ja, es war alles... War alles nicht so pralle. Weiß auch nicht. Naja, jetzt geht's ja wieder. Jetzt bin ich wieder ein fröhlicher Let's Player. So. Stein. Ich nehme mal 2 Stacks mit. Steinziege habe ich noch ordentlich was. Und an die Seed kann, glaube ich, wieder zurück. Brauche ich gar nicht mehr. Ich brauche nicht mehr davon. Nee, alles gut. Brauche ich nicht. So. Ich habe da noch Türen drin. Das ist eigentlich relativ gut. Da gucke ich mal, was ich damit machen könnte. Ja, zum Beispiel den Wecker stellen. Ja, es ist wieder eine ganze Weile her, dass ich aufgenommen habe. Dementsprechend bin ich gerade wieder ein bisschen aus dem Takt. So. Mal gucken. Gut. Wahrscheinlich kommt heute auch die erste Folge von dem neuen Projekt. Wahrscheinlich. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich denke ja. Guck ich mal, wie gut das läuft. Gut, dass alles funktioniert. Dann muss ich noch mein Pferd irgendwo anbinden. Beispiel hier an diesem Pferdewagen. Wie passend. So. Türen hatten wir jetzt überall, genau. Wunderbar. Okay. Ich mache erstmal hier 60. Dann mache ich nochmal hier so 48. Soll mir erstmal reichen. Okay. Ich habe auch nochmal geguckt, welche Widmung das hier wird. Nee, alles okay. Alles okay. Ich weiß wieder, wer es war. Ne? Jene Person war auch noch nicht hier im Let's Play verewigt worden. Dementsprechend ist das optimal. Total supi. So. Mal gucken. Zack, zack, zack. Zack. Kommt da wieder einer hin? Und dann so. Da haben wir's. Ja. Das Schlimmste war, erkältet noch arbeiten gehen. Ja, habe ich gemacht. Ich war nicht mehr so ansteckend, dass ich hier gesagt hätte, boah, da bleibe ich lieber zu Hause, bevor ich jemanden anstecke. Und mir ging es halt einfach nur noch kacke. Aber was will man machen? Geld ist Geld. Das ist voll geldgeil. Ja, ich weiß. Ich habe wenigstens einen Job, der mir gut gefällt und hoch. Das ist doch auch viel wert. Da gehe ich sogar mal im weniger brauchbaren Zustand arbeiten. Jo. Okay, so. Was hier mit dem Flachdach geschieht, das zeige ich dann noch. Ich hätte hier eigentlich noch mal ein bisschen Platz für den Wachturm. Ja, ihr wisst ja eh schon, was hier gebaut wird. Hat kurz überlegt, war das jetzt ein Spoiler? Nee, war es nicht. Nee, was soll ich denn gerade noch spoilern?
Das ist ja so, als würde ich sagen, in Age of Ultron, da kommt Ultron drin vor, ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Voll der Spoiler. Krass. Ja. So. Nur mal so am Rande. Die wunderschöne Residenz, ne? Kann ja wohl nicht angehen, dass das hier so unbeleuchtet ist. Wie sieht denn das aus? Gut, mit den Steinen kommen wir, glaube ich, mal wieder nicht ganz hin. Aber viel brauchen wir nicht mehr. Ups. Okay. Du kommst wieder mit. Du bist wertvoll. Du auch. Komm mit. So. Das ist, wenn man gegen die Sonne arbeitet. Ja. Hell. Verdammt hell. Wollte ich damit ausdrücken. So. Ich glaube, hier baue ich tatsächlich den Kamin so von außen ran. Ja. Und irgendwie habe ich Bock, hier so die Basis von dem Turm zu machen. Entsprechend brauche ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ich glaube, ich schlage da noch ein Fenster rein. Eventuell hier. Ja. Kommt mir gut vor. Und eventuell... Boah, weiß ich gar nicht. Da... Hat das was? Taugt das was? Nee, lass mal. Ich guck nur gerade, von hier wirkt das so ein bisschen arg massiv, aber das ist, glaube ich, tatsächlich okay. Ich meine, das hier ist ja immerhin die Wache. Die Stadtwache. So, ja. Kommt ihr mal her. So. Moment. Ich glaube, an die Dinger kann man von der Rückseite gar keine Treppe bauen. War mir nicht so. Huch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ha, 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 ha. Aua. Mir fällt gerade noch was auf, warum das Unfug ist. Ah. Das ist doch echt hier. Geht gar nicht. So. Ja, da hört man es gerade noch ein bisschen. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Nehmen aber schon wieder für euch auf. Ja. Seht ihr mal, seht ihr mal. Gucken, kann ich das so? Nö. Das funktioniert komplett gar nicht. Vielleicht wenn ich nochmal so? Ja. Dann geht's. Das ist ja schlimm. So. Okay. Da kommt die Falltür hin. Dann gucke ich mal von oben. Sodele. Hier habe ich natürlich noch was gesehen. Aua.
Da will ich einmal auch hier rumklettern. Wir hatten natürlich nur einen Kamin. Dementsprechend zack, zack. Und hier will ich das machen. Ach, ich pfeife einfach auf die Dinger hier. So. Ich glaube, ich bringe erstmal ein paar Leitern an. 3, 6. Da mache ich da eine schöne Höhe draus. So. Und ich glaube, eine Falltür braucht es gar nicht. So, dann mache ich erstmal hier noch ein paar von den Dingern. Ich glaube, da brauche ich nämlich jetzt noch einiges von. Ah, ich mache mal so. Sonst bin ich ja schnell hin und zurück geritten. Bin ich schon bekloppt? Ich kann ja auch einfach so machen. Zack. Na, im Endeffekt ist es ja tatsächlich dasselbe. Ist ja völlig irrelevant. Naja. Huch, nein. Ah, geh weg. Du Schandklotz. Du bist auch wieder falsch. Ah, was mache ich denn? Humbug. Unfug. So. Das gefällt mir nicht. Alles nochmal zurück. So, 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 so. Oh, die arme Spitzhacke. Ich hätte gern hier wirklich. Ja, das hätte ich gern. Ich hätte hier gern an den Ecken. Bam, 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 bam. So, das gefällt mir schon was besser. Und dementsprechend mache ich das hier durchgehend. Boah, das mache ich jetzt mal. Ist egal. Hauptsache, es sieht nachher richtig aus. Wie gesagt, ist ja im Endeffekt egal, ob ich eine Stufe oder einen Klotz verwende. So. Da haben wir das doch ganz gut hinbekommen. Wäre natürlich noch schön, wenn man hier irgendwie hochkäme. Und das kann man auch. Man kommt hier durchaus hoch. Moment. Da muss es erstmal so. Dann mache ich das schlicht und einfach so. Ich reiß die Leiter wieder kurz ab. Zack. Dann kommt die einfach dahin. Dann kann man hier raus. Dann ist hier schon mal das Dach. So, wundervoll. Dann habe ich noch ein paar hiervon. Die kann ich dann auch gerade mal verwenden. Jo, damit habe ich sie verwendet. Und ich habe noch Türen mitgenommen. Wundervoll. Das ist ja fast, als wäre ich vorbereitet. So. So. Dann will ich doch erstmal das Schild anbringen, wenn ich schon mal hier bin. So, das hier ist die Wachstube. Mit der Leiterin. Halt ist die Ankatrin Becker. Das passt natürlich nicht. Ah!
So. So, fertig. So, bitteschön. Willkommen in dieser Welt. Und ich muss mal gucken, ein paar Kleinigkeiten wurden hier wohl gemacht. Mal schauen. Dann schaue ich erstmal hier rein. Vielleicht gibt es hier neue Materialien. Ach ja, Glas war hier drin. Oh, ja. Das Sonderangebot ist abgelaufen. Und wir haben neue Glasscheiben. Und war das nicht vorher mal 2? Ich glaube, das war vorher mal 2. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Na, ist ja im Endeffekt auch egal. Ich meine, Eisen haben wir gerade noch ein bisschen. Gerade noch so. So, da war die Leine und die ist wichtig. Jetzt wollen wir nämlich gerade mal uns sputen. Jawohl. Ich will wieder ordentlich Glas kaufen. Ey. Schön da geblieben. So wie das aussieht, kann ich jeden Moment schlafen gehen. Und zwar jetzt schon. Cool. So, munter ans Werk. Munter ans Werk. So, ich brauche deutlich mehr Stein. Nehme ich nochmal 2 Stacks mit. Das kann eigentlich wieder zurück. So. Rohstoffe, sonstiges. Wir haben das noch. Das kann weg. Wir hatten hier noch einen ganzen Stack Eisenbarren. Der kann gerne mit. Wir haben das. Schwarzeichensetzlinge sind wundervoll. Die nehme ich definitiv mit. Ich glaube, das Fichtenholz kann ich noch loswerden. Quatsch. Da rein. So, viel besser. Ach, da hätten wir sogar noch Leitern gehabt. Ich nehme mal ein paar mit. Kann ja, glaube ich, so nicht schaden. Okay. Huch, nee. Da habe ich eigentlich auch an Stöcke, Dinger. 21. Joa. So. 37. Besser. Und dann auf Ionator. In neue Gefilde und so ein Zeug. Also in neue alte Gefilde. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. So eine kleine Entdeckertour, oder? Oder haltet ihr da nichts von? Ich weiß nicht. Ich kann einfach mal irgendwann mein ganzes Zeug irgendwo in eine Kiste klatschen. Ich wollte noch Glas holen. Und dann einfach mal mit einem Kompass und so eine kleine Tour machen. So voll Entdecker-Style, Alter. Krass korrekt, yo. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Okay. Genau die 18. 2, 4, 5, 6. Da haben wir anderthalb Stacks. Damit kommen wir noch mal eine Weile hin. Das ist doch schön. Endlich wieder neues Glas. Sehr schön, sehr schön. Lulululu. Da hatte ich schon, ja, Eisenstangen. Wie sich das gehört. So, ja. Das war's schon. Okay. So, dann hatte ich gerade noch eine gute Idee. Und zwar sind wir hier immerhin in der Wachstube. Da werden halt mal die unteren Bereiche verbarrikadiert. Och, das verbindet sich ja mit Glas. Das ist ja geckig. Das wusste ich gar nicht. Seht ihr mal, das lerne ich noch dazu. Und mir geht
Also mir gehen die Eisenstangen aus. Dann mache ich gerade noch ein paar neue. So. Man kriegt hier einiges daraus. Das ist das Gute. Jo. So. Sieht jetzt natürlich ein bisschen unfreundlicher aus, aber das ist ja okay. Es ist ja die Wachstube. Habe ich noch Kaffee? Ich habe noch Kaffee. Lecker. Kaffee ist gut. Kaffee ist gesund. Ja, Kaffee ist tatsächlich gar nicht ungesund. Wie viele das ja gerne mal behauptet haben. Also nicht von euch oder so. Aber es wurde schon mal gesagt. Und ja, ist Unfug. Kaffee ist auch nicht viel ungesünder als alles Mögliche, was ich manchmal so trinken kann. Nee, Kaffee ist super. Kaffee ist super. Es dehydriert nicht mal, so wie es auch mal im Raum stand. Ich weiß nicht, ich glaube noch so zwei. Zweierhöhe. Ah, gefällt mir das schon. Ich meine, Leitern haben wir ja. Ich habe hier noch. Eine Sekunde. Mache ich hier gerade mal so. Hallo Katze. Der will natürlich jetzt auf meinem Schoß schlafen, aber ich habe schon herausgefunden, dass das keine gute Idee ist beim Let's Playen. Katze, nein, 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 gerade nicht. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so cool. So, ich meine, wir haben es ja. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding auch hoch. Okay. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hey, fehlen natürlich noch einige. So, das funktioniert auf jeden Fall gut. Okay. So. Kommen natürlich vier Stück raus. Das ist viel zu viel. Da mache ich halt noch mehr. Sieht aus, als wäre es Absicht. Jetzt habe ich noch Steinstufen über. Das ist schön. Steinstufen hat man nie genug. Da mache ich das einfach so. Bam, bam. Und bam. Und da auch nochmal. So, das ist doch eine schöne, schöne, schöne Plattform. Werde ich hier erstmal so machen. Da und da. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 4. So, 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 so. 10, 16, 18, ja, ich rechne gerade rum. Kann einen Moment dauern. 6, oder nochmal 4 bei, 10, oder nochmal 4 bei, 14. Habe ich wieder 2 zu viel. Ah, das macht gar nichts. So, und jetzt kommt der Clou. Nein, das war kein Clou. Jetzt mache ich das so und immer schön versetzt. Na, das wirkt doch. Okay, dann mache ich hier noch jeweils einen drauf. Pam, pam, pam und pam. Und dann haben wir natürlich wieder zu wenig hiervon. Auch sehr schade. Kann man nämlich hier immer schön gucken. Hat eine gute Aussicht und fällt nicht sofort runter. Man kann drüber springen, aber
Das ist okay. Also nochmal hier. So langsam geht's doch ein bisschen aufs Eisen. Aber wir haben ja noch im Lager mehr als genug. Von daher ist das ja scheißegal. Nein, ich habe Scheiß gesagt. In einem Let's Play. Ja, ich bin einer von denen, die bei sowas nicht gerne fluchen. Tatsächlich. Solch bösen Wörter in den Mund nehmen. Ja, Leute. Wachturm, fertig. Wachstübchen soweit auch. Hallo Katze, you're fine. Ja, du bist ein lustiges Katerchen. Ja, ne? Gucken wir mal, ob dieser Turm auch einen guten Eindruck macht. Oder ob der einen schlechten Zweidruck macht. Nee, ich glaube, den kann man so lassen. Das wirkt ganz gut. Es hat so ein bisschen was von einem Miniatur-Sauron-Turm, oder? Hier mit diesen, wenn ich den Zinn noch höher ziehen würde. Das guckt mich an, das Ding. Ja, aber im Groben und Ganzen. Ne, kann man so lassen. Kann man so lassen. Finde ich schön. Okay. Dann können andere Wachen auch. Zeige ich gerade mal. Können dann einfach hier Patrouille laufen. Dementsprechend kommt hier natürlich auch ein bisschen Licht hin. Ach, hallo Katze. Jetzt schnuffelt der natürlich mit mir. Gib mir Aufmerksamkeit, Mensch. Au, jetzt beißt er in meinen Ellbogen. Okay. Das habe ich so auch nicht kommen sehen. So. So. Hätte ich das gerne so. Okay. Okay. Und es wird auch schon wieder blau. Ich will mich mal kurz ins Bettchen verdrücken. So. Jawohl, Leute, haben wir eine Wachstube. Jetzt braucht man noch die Häuser für Diensthabende. Dann haben wir wieder eine Widmung geschafft und ein Gebäude. Beides. Finde ich doch sehr, sehr schön. Ich glaube, auch so rein optisch kann man zufrieden sein. Ist jetzt nicht das Wunderschönste, weil es halt ein bisschen karg wirkt, aber ist halt eine Stadtwache und das ist perfekt. Ja. Stolzes, steinernes Haus. Fertig. Ich glaube, dann kann ich tatsächlich hier hinten so, ja, die Baracken der Wachhabenden machen. Gefällt mir an sich ganz gut. Und das hier wird natürlich noch ein bisschen Erde aufgefüllt. Ich habe keine Erde dabei. Doch, habe ich. Habe ich. Habe ich natürlich. Als hätte ich was nicht dabei. Also, pff. Mau. Ja, ich weiß gerade. Ist gerade doof. Ist gerade doof, ne? Dann schenkt er dir einfach keine Aufmerksamkeit, der blöde Typ vom Rechner. Ach. Nee, was eine fiese Möb, doch. Was eine fiese Möb. Ich kann das wagen, ich weiß. Aber Moment, ich sitze ja vom Rechner. Ja, Kater, ich bin gleich für dich da und ich fütter dich auch. Hm? Lass mich doch nur kurz Minecraft aufnehmen. Nur Minecraft. Oh, jetzt geht er mir in den Hintern. Das ist ein aufdringlicher Kater. Und ja, der beißt mir in den Ellbogen. Also vorne in diese, ganz an die Spitze. Knabbert er zärtlich eigentlich. Das klingt viel zu falsch. Also der beißt da wirklich ganz vorsichtig rein. Das ist irgendwie knuffig. Das ist eine Knalltüte, ist das. Aber total niedlich. So. So. Hier baller ich demnächst nochmal ein bisschen mehr raus. Will ich gerade nicht unbedingt machen. Aber ich kann mir schon mal ein bisschen neues Werkzeug bauen. Wo ich das Ding da gerade schon mal sehe. So, und zwar brauchen wir einmal dringend eine Spitzhacke. Die geht nämlich bald zugrunde. Ich glaube, eine Axt kann auch nicht schaden. Ja.
Oh, okay. Dann überlege ich schon mal, in welche Richtung ich mal ziehen könnte. Ich glaube, in die Richtung wäre cool. So hinter die Berge und ins zweite Land. Ich glaube, das kann ich mal machen. Doch. Hier, das sieht so komisch aus. Und ich freue mich auf was auch immer da oben hinkommt. Ich weiß es tatsächlich selber noch überhaupt nicht. Ich habe keine Idee. Huch. Huch, huch. Da hat man es gehört. Die Folge ist zu Ende. Ja. Ann-Kathrin Becker, willkommen in dieser Welt. Auch dir. Ne? Auch bei dir hoffe ich, dass dieses Gebäude dir zusagt. Zusagt, zusagt. Und damit die guten Wachleute hier nicht abhauen, werde ich auch irgendwann mal Gelegenheit. Ihr hört, ich bin immer noch nicht ganz fit. Werde ich hier bei Gelegenheit noch ein Soundtor drum machen. So sieht's nämlich aus. Okay. Leute, dann hoffe ich, hattet ihr Spaß beim Zugucken. Ne? Und wünsche euch natürlich bis zum nächsten Mal, wie immer, einen wunderschönen Tag. Und wehe, wenn ihr keinen schönen Tag habt. Blah. Nein, ach. Ach. Alles klar, bis demnächst. Tschüss.